Jawohl, wir sind zurück auf Schalke, Durchgang 2 mit einem Wechsel bei den Gastgebern. Choupo-Moting kommt für Sané. Erste Reaktion bei André Breitenreiter. 1:1 zur Pause hier auf Schalke durch die beiden Tore von Lazar und Hüntela. Beide in der Nachspielzeit. Erst der HSV und dann Postwenden der Ausgleich durch die Schalker durch Lazar Hüntela. Wir sind gespannt, was passiert mit dem zweiten Durchgang. Und Schalke kommt gleich mit Kaysara. Es war das ganz wichtige Tor für die Schalker vor der Pause. Und das ist Geis. Nächster Kopfball. Adler diesmal ganz sicher angeköpft von Geis. Aber sofort ein Weckruf für die Schalker. Immer weiter spielen zum Sieg hier gegen Hamburg. Das wäre ein ganz wichtiger Erfolg. 3 Punkte vielleicht Richtung Europa League. Die Champions League auch noch machbar natürlich. Hertha ist dran. Auch der 4. Platz in Sichtweite. Aber man darf eben keine Schwächen zeigen und bloß nicht erst diesen Rückstand aufkommen lassen. Das weiß der HSV ganz genau aus anderer Tabellenregion. In den letzten Jahren 2-mal gegen den Abstieg gespielt, in den letzten 4 Jahren 3-mal. Nur 2013 hat man ein recht ruhiges Jahr gespielt, fast die Europa League erreicht in Hamburg. Letztes Jahr zu Hause gegen Schalke erst die Relegation perfekt gemacht, da musste man gewinnen. Gegen eine damals desolat spielende Mannschaft aus Gelsenkirchen, trainiert von Roberto Di Matteo. Das Kapitel ist abgeschlossen auf Schalke. Mit André Breitenreiter haben sie einen Trainer, der alle Perspektiven aufmacht. Aber sie müssen es nutzen. Belhander. Und Spajic mit einem ganz wichtigen Befreiungsschlag vor Max Meyer. Ein Jahr ohne Europa League wäre ein ganz bitteres für Schalke 04. Der 7. Platz ist Pflicht für die Königsblauen, damit man sich die Chance wahrt auf die Teilnahme am Europapokal. Dafür allerdings muss dann auch Dortmund oder Bayern den DFB-Pokal gewinnen. Auch mit Hertha ist ja die 3. Mannschaft oben noch dabei. Nur Werder könnte diese Ambition vom 7. Platz kaputt machen. Lazar Hüntela. Und das ist symptomatisch. Einer, der zwar auf der einen Seite den Ausgleich macht vor der Pause, auf der anderen Seite solche Aktionen auch immer wieder zeigt. Es ist nicht der Mann, der vor einigen Jahren Torschützenkönig war in der Bundesliga, für Schalke. Und trotzdem heute, der das wichtige Tor gemacht hat. Und das Vertrauen des Trainers kriegt, als Kapitän aufzulaufen für Schalke 04. So, es wird gewechselt bei den Gästen. Gideon Jung geht und es kommt Goyko Kacza. Erster Wechsel bei Bruno Labbadia. Kacza zuletzt immer wieder eingewechselt, auch gegen Ingolstadt. Stunde gespielt. Erste Reaktion beim Hamburger Trainer. Kacza in der letzten Spielzeit mit ganz wichtigen Toren. Gegen Ende der Saison hat den HSV oftmals zu Punkten geschossen. Zum Sieg, zum Unentschieden. Dann wurde sein Vertrag verlängert in Hamburg. Sollte eigentlich im Sommer gehen, aber einer, der sich so entwickelt, als es wichtig wird, den kann man halten. Kacza. Schöner Abschluss. Nach langer Zeit mal wieder Hamburg, Luis Holpi, und das war gar nicht so schlecht. Aus der 2. Reihe mal abgezogen. Und der Ball geht knapp über das Tor von Fährmann. Der HSV lange nicht mehr mit der Torgelegenheit. Knapp 20 Minuten gespielt im 2. Durchgang. Und da war mal die Torchance für die Gäste aus Hamburg. Abstoß Fährmann. Könnte da ohne Gegenspieler. Und dann so heftig abgegrätscht von Holpi, das muss gelb geben.
für den Hamburger. Und es gibt tatsächlich auch die Karte, für mich absolut nachvollziehbar. Den haben sie erst völlig aus den Augen verloren und dann einfach abgegrätscht von Luis Holtby. Das muss dann gelb geben. Keine Diskussion bei den Hamburgern, auch nicht auf der Bank. In einem ansonsten fairen Spiel. Keine Karte bis hierhin, kein Foul, während Schalke wechselt. Das ist Alessandro Schöpf, meine ich, der kam. Der ehemalige Nürnberger, Freistoß Helberg. Und der rauscht durch in die Hamburger Verteidigung. Meier ging raus und Schöpf kam. Das ist also der zweite Wechsel. Freistoß jetzt für Hamburg. Nach dem Foul von Alessandro Schöpf. Aus der Jugend der Bayern. Kam mit dem Abstieg der Nürnberger zum Club nach anderthalb Jahren in die Bundesliga zu Schalke 04. Kai Sara, der es für mich heute besser macht. Abseits entschieden gegen Schalke, gegen Belhander. Kai Sara gegen Frankfurt am Sonntag auf der Mittelfeldposition. Aber für mich haben sie das heute deutlich besser gelöst mit einem Rechtsverteidiger Kai Sara. Rudnevs kommt tatsächlich mal eingewechselt. Nach langer Zeit nicht in der Startelf. Lasogga geht. Hat das Tor gemacht. Allerdings mit dem zweiten Durchgang untergetaucht. Nichts mehr zu sehen. Rudnevs kommt jetzt und soll Leben reinbringen in die Hamburger Offensive. Freistoß Matthias Ostschalek. 20 Minuten bleiben hier auf Schalke. An diesem Mittwochabend momentan ein weiterer Punkt für Hamburg, die sich so ganz langsam ihre Punkte zusammensammeln. Jetzt haben sie 29. Aber es fehlt eben doch noch etwas zum Klassenerhalt. Zumal die Teams unten wieder gewinnen. Hannover hat es geschafft. Hoffenheim vor anderthalb Wochen. Rudnevs, klasse gespielt, der Ball rutscht durch, Jelicevic, abseits, das Tor zählt nicht, abseits. Nein, nicht das 2:1, Jelicevic im Abseits. Und da schauen wir aber nochmal ganz genau hin. Die Fahne ging sofort nach oben, auch wenn das Hamburg-Spieler spät gesehen hat. Und das ist richtig erkannt für mich. Nein, das ist falsch, weil unten ja noch einer stand. Vielleicht haben sie es gesehen, da stand noch ein Schalker, der den Fuß rausstreckt, deswegen war es für mich eine Fehlentscheidung. Und dann hätte das Tor zählen müssen. Ganz bitter für Hamburg. Und Schalke auf der anderen Seite mit Johannes Geist und Schöpf. Gibt es jetzt die nächste Aktion für die Gastgeber. Gute Flanke und Hünteler! War das wichtig von Adler, nachdem sie hier fast das Tor machen. Auf der anderen Seite Hünteler mit dem Kopfball. Und einmal mehr reißt er die Hand hoch in die Adler. Das haben wir schon gesehen. Gegen Meier, jetzt auch gegen Hünteler, gibt nur Eckball für Schalke, für Geis. Diesmal kein Problem. Und jetzt hat sich da Emir Spalic verletzt. Im Tor liegt er, der Verteidiger, ohne Einwirkung eines Gegenspielers. Im Zweikampf mit Hünteler, leicht gestoßen und dann offensichtlich unglücklich aufgekommen. Kleber kam. Das ist der dritte Innenverteidiger bei den Hamburgern. Ballverlust von Sakai. Das darf nicht passieren. Adler vor Hünteler. Das wird das Duell dieser Partie werden. Hamburgs Torwart gegen den Stürmer der Schalke. Also Kleber drin. Zusammen mit Giroud jetzt in der Innenverteidigung. Das war zumeist die Verteidigung in der letzten Spielzeit, wenn nicht Westermann zentral gespielt hat bei Hamburg. Johannes Geis. Choupo-Moting, nächste Flanke. Diesmal rausgeköpft, trotzdem Belhander macht den Haken, abgeblockt von Sakai.
Und schauen Sie mal, René Adler, der seine Mitspieler wach macht, bloß nicht jetzt hier auf den letzten Metern den Punkt liegen lassen. Ein Unentschieden wäre ein großartiges Ergebnis für Hamburg, das dann 5 Spiele in Serie nicht verloren hätte. Schalke wechselt, Di Santo kommt, der ehemalige Bremer, für diese letzten 10 Minuten. Johannes Geis geht, der Wechsel ist ganz klar, mehr offensiver, ein 4-4-2 jetzt bei Königsblau, weil vermutlich dann der Mittelfeldspieler die Viererkette vervollständigen wird mit Heiberg. Und da hat er ganz sicher, nachdem Milicevic auch dran war. Also jetzt 2 Stürmer bei Schalke mit Hünteler und Di Santo im Mittelfeld. Heiberg auf der gleichen Höhe mit den anderen dreien. Die Richtung ist ganz klar. André Breitenreiter will Offensive haben für die Schlussphase hier. Ein Sieg muss her gegen Hamburg. Die Chancen waren allemal auch für Schalke da. Und trotzdem wird es ganz spannend bleiben bis in die letzten Sekunden mit Ostschadek gegen Belhander und gegen Kaysara. Dann gestoppt, trotzdem einfach für Hamburg, für Ivo Iličević, der eben diese Riesenchance hatte. Das Tor hätte zählen müssen für mich, kein Abseits, ganz bitter für den HSV. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Gelegenheit. Freistoß, 4 Minuten noch für Hamburg. Während wir Hamburgs Besten sehen, schauen Sie mal, 10 Paraden. Das könnte tatsächlich heute hinkommen. Für mich sah die Zahl dennoch etwas zu hoch aus und trotzdem ist er so oft aufgefallen. Mit Glanztaten gegen Hünteler, gegen Meier im ersten Durchgang. Ein ganz starkes Spiel von Hamburgs Torwart. Freistoß, Nikolai Müller. Und Juru kann sich da nicht durchsetzen gegen Aogo. Ballbesitz für Hamburg für Sakai. Müller schickt Rudnevs. Artyoms Rudnevs im Doppelpass mit Müller und Holpi abgelegt. Da steht kein Mitspieler. Chance liegen gelassen. Die Idee war gut, aber dann muss da einer stehen, der diesen Ball verwerten kann. Und trotzdem schon wieder rollt der Ball auf das Schalker Tor mit Gojko Katscher. Abgeblockt von Neustädter. Gibt Eckball für Hamburg. Und das Ganze in der Nachspielzeit, die jetzt gleich beginnen wird. Während wir Sakais Aktion sehen gegen Belhander, kein Handspiel, das aber auch nicht reklamiert wurde. Und das war ganz wichtig gegen den im Winter auf Schalke gekommenen Belhander. Erster Eckball für Hamburg, Nikolai Müller. Der ist ungefährlich und trotzdem die Gelegenheit. Trotzdem kommen sie nochmal zum Kopfball. Di Santo, Konterchance für Schalke. Klaas-Jan Hünteler. Belhander gegen Drimmitsch. Di Santo muss den Ball reinbringen. Hängen geblieben an Kleber. Und der HSV hat den Ball in der Nachspielzeit auf Schalke. Gibt es noch die eine Gelegenheit oder bleibt es hier beim Unentschieden zwischen Schalke 04 und dem HSV? Einwurf nochmal für Choupo-Moting. Und Schalke muss den Ball natürlich jetzt nach vorne kriegen mit Alessandro Schepp. Irgendwie nochmal Hünteler und Di Santo finden. Das ist Di Santo, Hünteler, Choupo-Moting und Aogo. Der Ball im Aus und das war es. Schalke gegen Hamburg 1:1. Die Führung vor der Pause durch das Soccer, dann postwendend der Ausgleich noch vor der Halbzeit durch Klaas-Jan Hünteler. Insgesamt viele Chancen auf beiden Seiten. Ein interessantes Bundesligaspiel, das zu Recht 1:1 endet. Punkteteilung für Schalke und Hamburg, für beide zu wenig. Für den HSV weiterhin noch kein sicheres Ergebnis Richtung Klassenerhalt und trotzdem ein weiterer Punkt gegen Schalke. Und auf die anderen Seite reicht es so nicht zur Europa League. Es könnte der Anschluss jetzt verloren gehen. Von unten kommen die Teams momentan nicht nach. Hinter Schalke war etwas Abstand vor diesem Spieltag und trotzdem, sie brauchen den Sieg in den nächsten Wochen. Es wird dringend Zeit, dass Schalke gewinnt. Heute verpasst gegen Hamburg, weil sie viele Chancen liegen gelassen haben, weil Hamburg einen exzellenten Torwart hatte mit René Adler, der auf alles eine Antwort wusste.
Und so endet dieses Spiel unentschieden. Wir sagen tschüss, das war's heute Abend auf Schalke. Morgen Abend live das Zweitligaspiel im Millantor-Stadion, St. Pauli gegen Braunschweig. Erstmal eine gute Nacht. Tschüss aus Gelsenkirchen.